Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Butchern von Kalle, den Ultramapper. Ja, das ist Kalle, ne? Der alte Fuchs sehr. So ist das in Leben. So, wir fahren noch einmal dahin. Zum Rübenruder. Ich hab das mal ohne euch fertig gemacht. Schon wieder eine Fliege hier, ne? Diese ist jetzt schlimm. Hast du gesehen? Der Baum ist einfach auf die Straße gehüpft. Wir waren bestimmt besoffen oder was? Deswegen niemals Alkohol in Straßenverkehr, ne? Immer schön dran denken. Der war ganz bestimmt besoffen, der Baum. Nein. So, das dazu. So, liebe Leute, ich habe Infos für euch, ne? Der Kalle hat im Mod-Hub eine V2 praktisch von der Butchern eingereicht, ne? Ich habe da Bilder, zwei Stück zu. Ich könnte die auch euch zeigen, aber dann seht ihr alle anderen Leute in meinem Discord. Deswegen konnte ich das jetzt hier nicht hinmachen. Deswegen lese ich euch das jetzt vor. Die ist im Mod-Hub eingereicht. Ne? Hatte Kalle mir gestern geschrieben. Ich habe keine neue Version, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich muss das auch nicht immer haben. Der Kalle hat sich auch bestimmt gedacht, der Svenny, der hat so viel gebaut. Weil da brauchst du einen neuen Spielstand, ne? So, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich verscheuche mir eben diese scheiß Fliege, die kacken die ganzen Monitore zu. So, hey Sven, hier eine Info. Ich habe heute das Update zu Butchern im Mod-Hub eingereicht. Erstens, Fehlerfeld 7 konnte ich leider nicht ausfindig machen. Ich weiß nicht, was hier drin fehlerhaft sein soll. Ich habe keinen Plan. Ich habe hier gerade Rüben abgeerntet. So ist der Plan. Zweitens, Ballenträger bei Großhandel wurde korrigiert und nimmt jetzt auch Heu, Stroh und Silageballen an. Perfekt. Drittens, zwei neue große Felder sind hinzugekommen. Map-Vergrößerung 12 bis 13. Die sind da, wo ich meine Zuckerfabrik habe, sind jetzt zwei neue Felder hinzugekommen. Wenn nicht, guckt einfach bei Paddy auf dem Kanal. Grüße gehen raus, unbekannterweise. Der hat ein Video davon gemacht zum Map-Update der Butcher, ne? Guckt da einfach vorbei. Lasst einen Gruß von Svenny da. Guckt euch das an. Drittens, sind hinzugekommen, habe ich gerade vorgelesen. Viertens, eine Kuhweide für 120 Kühe ist dazugekommen. Also, ihr habt demnächst auch, so wie Svenny da hinten, eine Kuhweide, ne? Also Svenny braucht nicht updaten, der wird auch nicht updaten, bin ich auch ganz ehrlich. Ich habe zwei Spielstände auf der Butcher. Und das jetzt alles wieder von vorne machen, wisst ihr, wie zeitaufwendig das ist. Und deswegen bleibe ich auf dieser Version. Und ich denke, der Kalle wird sich das auch gedacht haben, dass das Svenny auf dieser Version bleibt. Ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Im Baumodus kann man nun auch in-game Kopfsteinpflaster gemalt werden. Also, wisst ihr Bescheid, Kopfsteinpflaster, ne? Könnt ihr jetzt malen. Sechstens, der Schweinehof ist komplett verkaufbar, inklusive Randsteine. Ich denke, die Map ist auf einem sehr guten Stand, zumindest aus meiner Sicht. Wichtig! Und das ist ganz wichtig, Leute. Das schreibt euch hinter den Löffel, wenn ihr die neue Butchern runterladet. Ein neues Safe Game ist erforderlich. Aber ich denke, wer jetzt nicht unbedingt die zwei neuen Felder und die Kuhweide braucht, der kann weiterhin auf der alten Version bleiben, darf dann natürlich nicht das Update downloaden. Wann das Update natürlich jetzt erscheinen wird, liegt jetzt natürlich wieder in der Hand von Giants. Ne? Lieber Gruß Kalle. So, wie gesagt, die Bilder kann ich euch leider nicht zeigen, weil im Discord die Leiste ist mit den ganzen Personen, wo ich befreundet bin und dies und das. Da müsste ich jetzt fragen, die ganzen Leute, ob ich euch da zeigen kann. Oder kann ich so ein Bild hier... Oh, wartet mal. Das kann ich jetzt, wenn ich mal kurz probieren. Warte mal. Ach, das ist ein Link. Ich will keinen Link. Warte mal. Schlechte Vorbereitung. Ach, kann ich jetzt nicht machen. Kann ich den hier einfach einfügen? Nee, geht nicht. Tut mir leid, geht jetzt nicht. Ich guck mal nach, dass ich das noch irgendwie hinkriege. Wir können das auch eben auf der PDA nachgucken. Ich mach mal eben hier aus. Sonst macht das nämlich gleich pling, pling, pling die ganze Zeit. In den Videos und deswegen ist bei den Videos eigentlich immer mein Discord aus. Wartet.
Ah, jetzt ist mein Monitor wieder schwarz, weil ich da mit den Links rumgefummelt habe. Hier ist Feld 12 und Feld 13 zugekommen und eine Kuhweide. Hier hinten. Nur, dass ihr das wisst, es sind größere Felder. Das ist noch gemacht worden. Ich find's cool, aber wie gesagt, ich werde auf dieser Version weiterspielen, da ich jetzt hier so viel gebaut habe. Ich habe hier schon angefangen, meine Produktion hinzusetzen. Ich denke, ich werde auf dieser Version auch die Müsli-Fabrik machen. Dies und das und jenes. So, dann hatte der Sven jedoch noch das Problem hier mit nicht anpflanzen. Im Wachstum. Wollte nicht gehen. Ich denke, das kann doch nicht sein. Dann ist mir doch eingefallen, ich hatte doch diesen Go-Game-Dingsbums-verbesserte Spieleinstellungen-Mod drauf. Der hat mir noch hier auf der Butsche an das Speichern schon alles kaputt gemacht und Dingsbums. Ich hatte den ja wieder deinstalliert, weil der ja auch Lore-Fehler bei mir geworfen hat. Und dann hat mich gestern jemand in Kommentaren auch angeschrieben, er hätte das auf Italia gehabt. Sorry, ich habe den Namen vergessen. Im Moment ist manchmal echt viele Leute und es freut mich auch, und dass ihr so fleißig in den Kommentaren schreibt, weil dann verdaddel ich persönlich im Kopf die ganzen die Namen. Tut mir echt leid. So, und dann habe ich mir gedacht, heute Morgen, als ich Frühling gespielt habe, ich denke, das kann es doch nicht sein, da funktioniert das doch und dies und das. So, und dann bin ich hingegangen. Ich denke, bevor das jetzt Flöte piepen ist, ne? Guckst du nach? Ich kann noch Weizen und Gerste drillen. Bin hingegangen. Hab mir die Direktsaat gemietet mit dem Johnny. Siehe da. Es geht. Also war das mein Verdaddeln oder die gingen nicht miteinander. Auf der Talbauer kann ich den Raps auch nochmal sehen. Ich mach das jetzt zwischendurch immer. Ne? Hier wird jetzt Gerste gesät, da sehen wir nochmal Weizen. Das machen wir jetzt. Jetzt geht's wieder. Also lag das an diesem blöden Mod. Ist halt so im Leben. Ist manchmal so, ne? Dass das nicht immer funktioniert, wie es funktionieren soll. Ihr seht's hier, Hyundai. Ich habe hier den mal gemietet. Wollte den mal ausprobieren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein Fall ist das nicht. Mach mal eben den Kurs weg. Ist nicht mein Schlepper, bin ich ganz ehrlich. Ich habe den jetzt wirklich einmal nur, um den zu probieren. Aber dass er mich jetzt hier von Sockel haut, kann ich nicht sagen. Hab mir die Kuhn Direktzeit gemietet, dass wir nur noch Walzen brauchen. Fertig ist der Lachs, ne? Also ganz ehrlich, da mache ich jetzt auch keinen Film mehr von. Das wird jetzt rutzi-futzi eben hier nachgedrillt. Gut ist. Versteht ihr? Mir geht es jetzt nur darum, dass das hier noch nachgedrillt ist. Ich hätte wahrscheinlich keine Ernte gehabt von diesem Zeug. Das wollte ich nicht. Deswegen habe ich das jetzt nochmal probiert. Ich bin hinterher schlauer. Wie heißt es? Ab und zu muss man halt aufpassen. Mod-Konflikte ist immer wieder großes Thema. Ich hab's auch. Ich muss meine Fehler dann auch wieder neu ausbügeln. Also, wenn ihr das habt, guckt mal nach diesem Mod. Hier, verbesserte Spieleinstellungen war das. Verbesserte Game-Dingsbums da. Hier diese verbesserten Spieleinstellungen. Wenn ihr das auch habt, guckt nach. Hier war Gerste, ne? Schmeißt den raus, setzt neu an. Dann müsste es klappen. Ihr seht es ja bei mir. So, ich habe jetzt natürlich den Nachteil, dass ich alles nochmal neu machen muss. Aber shit drop. Lieber nochmal alles neu machen. Fehler erkannt. Du hast keine Düngefunktion an. Ich habe es gelernt, bei Precision Farming wird erst auf die Pflanze gedüngt und nicht jetzt. Ja, wir gucken nach. Guck da, Wachstum. Läuft, Fehler gefunden, juhu. Wieder was dazugelernt, ne? Nicht alles, was gut im Mod hab, ist es gut, ne? Müssen wir ja jetzt leider so sagen, wie es ist. Ist ja jetzt auch keine. Das ist, ja, ist ja auch jetzt nichts Schlimmes, wenn man das sagt, ne? Das ist Giants. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Klar, ich bin Giants-Partner, aber ich sage auch offen und ehrlich meine Meinung. Woanders wird rumgeheult, aber andere Mods gehen durch. Diese Mod-Konflikte kommen dazu. Also von daher, pff, shit der Rup. Ich sehe jetzt nach, guck mal stellenweise. Ich werde natürlich den Nachteil haben. Ich habe ein Pflanzenschutzauto. Shit der Rup. Ärgere ich mich doch gar nicht mehr drüber. So, ich habe auch ordentlich Zeug in die Zuckerfabrik gefahren, ne? Das habe ich auch gemacht. Ne? Hab das jetzt immer rübergefahren.
Premium läuft, ne? Das ist richtig tutti. Den Rest kippe ich jetzt ins Silo. Weil da sind, glaube ich, über 100.000 Liter jetzt schon drin. Hab das aktiviert. Läuft. Das haben wir. Ne? Wir müssen nämlich jetzt dann auch zusehen, dass wir dann anfangen, Mais zu dreschen. In der Zeit kann geflügt werden. Mal hier immer. Nächste Mal flüge ich immer und dann kann man sehen, wir werden wahrscheinlich mit Direktsaat arbeiten müssen. Ne? Vielleicht Stoppelsturz mal irgendwann einführen, aber es ist ein Spiel. So wollen wir mal sagen. Ne? Wenn ich Direktsaat machen kann, brauche ich keinen Stoppelsturz machen im Spiel. Ja? Ist Fakt. Brauchen wir uns nichts vormachen. Ja? Wer das in Real Life spielen will, der soll sich einen Betrieb draußen suchen, soll das da machen und dann ist das Real Life. Das Einzige, was man hier machen kann, ist versuchen, realistisch zu fahren, aber selbst das geht nicht immer. Ist so. So, dann haben wir. Ach, wir wollten ihm nachgucken, wegen Zuckerfabrik hier, ne? Können wir ihm nachgucken? Denn da habe ich wirklich einige Wagen noch hingefahren. Hier der 160.000 Liter und im Silo haben wir jetzt 180.000 Liter. Über 300.000 Liter. Ist schon stolz. Muss man ja ganz ehrlich sagen. 340.000 Liter. Zuckerrüben von Feld 7. Bombe. Bombi! Und da müssen wir im Moment nicht misten. Das ist ganz gut. Kannst auch nichts sagen, ne? Also hat sich gelohnt. Der ganze Aufwand, ne? Hoppelhäschen sind auch gut zufrieden hier bei Svenny, ne? Das läuft. Premium, würde ich mal sagen. So, dann kann ich gleich Quazilla auf der 7 ansetzen. Obwohl, ich wollte gleich eben noch ein bisschen Talbau spielen, dass da auch schon gesät wird. Und dann gucke ich Fußball gleich. Das muss ich mir doch mal angucken, ne? Schalke Union. Bin gespannt drauf. So, aber mit Map-Update und so, wisst ihr Bescheid, ne? Habe ich euch vorgelesen. Ich hätte es euch auch gezeigt, aber geht nicht, ne? Wegen, weil ganz viele andere Leute zu sehen, geht nicht. Guide nicht. Kann man nicht marken, ne? Ich bin am überlegen, ob ich das hier selber mache oder der Helfer fährt. Muss ich mal gucken. Weil ich schätze, hier wird auch ordentlich Gemüse runterkommen. Ach, gut, dass wir dich gerade haben. Häng mal ab. Danke. So. Das haben wir, das haben wir. Problem mit Dings erkannt haben wir auch. Gut, ne? Fahren wir eben Quazilla rüber. Ja, wenn du halb über der Leitplanke fährst, läuft es richtig Premium. Das sind Fahrerskills. Jeder andere hätte sich festgefahren, ne? Ja, nein, ey. Ich verstehe das manchmal nicht. Deswegen bin ich immer ganz froh, dass ich alleine spiele, ne? Es geht immer alles gut und dann hacken sie sich die Augen aus, ey. Es ist überall zu sehen, ey. Da hätte ich keinen Bock drauf. Dann braucht man nicht miteinander spielen. Es wird sich hier nichts gegönnt, da nichts gegönnt, ey. Ich habe da keinen Bock auf so einen Schiedkram. Das spiele ich lieber alleine für mich. Hier ganz ehrlich. Brauche ich auch keine Rechenschaft ablegen, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen, wie es ist, ne? So, was ist denn hier mit Feld 7? Kann mir das mal einer sorgen? CP-Kurs generieren. Ich habe da noch keine Probleme drauf gehabt. Feld 7. Kurs speichern, aktivieren. Flügen, ne? Flügen 12,2 m. Alles klar. Ich würde sagen, du gibst Schubrakete, wir haben es eilig. Er wollte es hier nicht anfangen, oder was? Ja, auch okay. Du schaffst das schon.
Das haben wir. Das brauchen wir. Ja, guck hier, der ist fleißig jetzt an Drillinski, ne? Eine Fläche muss er dann auch noch. Klar, müssen wir jetzt alles wieder walzen, aber das ist. Aber ist nicht mein Fall, der Schlepper. Ich stehe eh nicht auf diese. Die mögen ja gut diese Terra-Track-Laufwerke für Übertrag sein und sonst was, aber ich mag das nicht. Bin ganz ehrlich, ist überhaupt nicht mein Ding. Nee. Na, hupf mal drauf. Mach mal eine Aupe. Ich bin dick. So, hier dann. So. Hobel läuft. Korrekt. Abtankung auch. Läuft. Schickraum. Haben wir die Jägermeister-Funzel an? Ja, läuft. Guck mal. Guck mal, Svenny sieht ja schick aus mit seinem Board da, gell? Vor allem nicht so dick. Vernünftige Arbeitsschuhe an, schicke Hose. Was ist da auch mal zu tun? Also, das mal hier in der Außenansicht, sonst werde ich irre. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, ihr wollt nichts mehr verpassen. Und dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.